Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Lego Star Wars Das Erwachen der Macht. Timer wird's bitte mal starten. So. Es ist ein bisschen später. Wir haben in der letzten Folge die Starkiller Basis fertiggestellt. Und zwar hier mit dem Finale. Das hier können wir natürlich noch nicht machen. Das kommt dann als großes Finale des Spiels. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder auf Dequar. Machen in den Epilog Lukes Insel mit 8 Minikits, die wir noch brauchen, und einem roten Stein. Wie wäre das Freispiel aus? Ja, Lukes Insel ist das Einzige, was wir machen können. Nehmen wir mal das. Dann nehme ich natürlich wieder Darth Maul. So, da sind wir nun. Hier oben stand ja R2-D2. Und hier sehe ich direkt schon was für den Seelurch. Wo ist er? Nicht mit dabei. Normalerweise ist er auch immer mit dabei. Oh! Komplett einmal hier rüber geschwommen. Okay, hat sich das Problem schon mal gelöst. Jetzt sind sie mich. Kann man hier mit Boba hochkommen? Nee, da ist abgegrenzt. So, sehen wir auch R2-D2. Und hier hatten wir uns ja gefragt. Hier Lea brauchen wir dafür. Die kann das ja. Wie wir das hier runterkriegen. Da oben sehen wir R2-D2, aber den können wir leider nicht nutzen hier. So, da können wir unser Minikit wieder zusammenbauen. So, dann soll hier noch was sein. Ups. Na, komm, da. Minikit Nummer 5. Geht ja doch schon recht fix. Ah, der kann das ja auch. Warte, wen brauche ich hier? Boba. Boba, der Fette. Boba Fett. Ach, Kameramann. Darum geht die Kamera so blöd. So. Sehe ich ganz weit weg. Endlich, ey. Ne, das zeigt, wo das sind. So, die Starken hatten wir im Hauptspiel ja hier dabei. Ja, hatten wir jetzt Chewbacca dabei. Daran erinnere ich mich noch. Ich guck, ob hier noch irgendwas ist. Hab ich das gar nicht gesehen? Ich glaube, man konnte hier nicht rüber. Hier soll ein Minikit sein? Wie soll ich denn da rankommen? Da ist noch was. Das ist das nächste Minikit direkt. Zwei Minikits auf einer Insel. So, warte, was war hier? Genau. Moment, ich brauche Boba. Ich könnte es aber die machen, aber es. Nein, ich habe den. Oh, ich hab die Bombe da. So, zusammenbauen. S drücken. Rausziehen, nicht falsch verstehen. Ihn hier nehmen. Ray nehmen. Ich dachte, das fliegt dir wieder runter. Wenn die jetzt hier runtergerannt wäre, ich wäre so ausgerastet. Den möchte ich aber gerne wieder Darth Maul spielen. So. Da oben sehe ich auf jeden Fall schon meine roten Steine angezeigt. Hier kommt man aber nicht hoch. Nein, nein, nein! Ich dachte schon, ich muss jetzt irgendwie ganz weit runter. Also ich komme jetzt ganz weit runter, dass ich wieder ganz weit nach oben rennen muss. Komm ja her, Buba. Du darfst mal wieder dran ziehen. Ah ne, das ist egal wer. Ich dachte, das ist wieder was Kleines rauszuziehen, dass ich es raushalten muss. So, wie kommen wir jetzt hier hin? So, was sieht das hier mal nicht, weil das hier so im Kreis rumgeht. Also weiß man nicht wirklich, welches bin ich jetzt in der Nähe. Ich war da, glaube ich, oben.
Aber vielleicht sehe ich noch irgendwas versteckt. Nein, verdammt. Ich tu mal kurz. Der hier ist mir scheißegal. Dann gehst du noch mal kurz nach da oben. Ich guck, ob da hinten noch irgendwas ist, weil da zeigt ja so ein Pfeil. Nee, da ist nichts. Ich muss halt alles überprüfen, weil das sieht man ja so schlecht. Und ich kann aber, glaube ich, auch wieder cheaten. Okay, das brauche ich jetzt aber nicht. Ah, da sehe ich den roten Stein immer. Was weiß ich, wie man da hinkommt. Ja gut, der muss sich jetzt sterben. Boah, nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Man kann ja nicht cheaten. Schade. Leider kann man hier nicht cheaten. Ich rufe wieder Ray. Jetzt bohrt ja auch noch irgendjemand. Also ich im Spiel sei Real Life, meine ich jetzt natürlich. So, der andere Typ ist auch nicht so klug und kommt selber rüber. Nein, das ist er nicht. Jetzt hoffe ich, dass der Typ so klug ist und jetzt wieder hier hochkommt. Nein, ist er nicht. Er ist doof und bleibt da unten. Also hier brauchen wir dunkle Macht. Hier muss doch bestimmt was hinter sein. Der Eingang zum roten Stein. Ist der Typ als klein? Nö. Der Typ ist doch klein. Also jetzt war die kleine hier. So, komm, schieb das mal da runter, die Kiste hier. So ein einzelnes Minikit dahinter. Na, also ich muss weiter drücken. Ich hab's einfach losgelassen, das ist klar. Der jetzt mich wieder beobachtet, der kann gerne stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob der hier auch hochkommt. Jo, kommt er auch. Hat die Bäume habe ich schon gemacht gehabt? Ah, hier soll das, okay. Ich sehe schon, wo wir hin müssen. Ich brauche den Flammentypi. Oder sie hier oben geht auch. Fast sogar schon noch besser, weil da kann man besser ziehen. Bei der Captain Phasma. Ne, fuck. So. So, jetzt nicht zu Luke rennen, sondern hier erstmal lang. Denn hier war ja noch was. Achso, das kann man so kaputt machen, okay. Dann haben wir jetzt alles. Das haben wir ja schon in von weniger als 10 Minuten gemacht, Alter. Das ging ja fix. Das Level, das war auch eigentlich, ehrlich gesagt, das kürzeste. Habt ihr übrigens Projektwünsche, dann könnt ihr sie auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Irgendwas von der Rebellenallianz haben wir jetzt gerade bekommen. Okay, die Credits werden auch nicht nochmal abgespielt. Das war bei den alten Lego Star Wars Spielen immer der Fall. Dass die manchmal doppelt abgespielt wurden. Ja, aber ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ihr es auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lasst und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von meinem Channel, auf den Abonnieren-Button klicken. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.